auf hinein, das Wissen ihr zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und sie steinigten ihn, hernieten nieder und schrie laut. Er behaute ihnen diese Hinde nicht.
Freunde und wittete mit Treue und Orden wieder Dinge. Und es hörte sie und sprach: Ertilge sie, Herr Zebaoth, wie stoppelt von den Feier. Sie wollen nicht erkennen, sie wollen nicht erkennen, dass du mit deinen Namen hast, der Herr allein, der Höchste in aller Welt, der Höchste in aller Welt. Vertilge sie, Herr Zebaoth, die Stoffel von den Feier. Was deine Zor sie treffen, verschwommen wissen sie. Was deine Zor sie treffen, verschwommen wissen sie. Vertilge sie, Herr Zebaoth, Stoppel von der Feier, lass meine Zor sie treffen, verstummen müssen sie, verstummen müssen sie. Ertilge sie, Herr Zebaoth, die Stoppel von der Feier, sie wollen nicht erkennen, sie wollen nicht erkennen, dass du mit deinem Namen hast, der Herr allein, der Höchste in aller Welt, der Höchste in aller Welt. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie, verstummen müssen. Thank you.
Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten eine Stimme. Von auf von der Erde, und da er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus und war er 3 Tage nicht sehen und übertreten, meinen Wegen lehren, dass ich die Sünden zu dir bekehren, dass ich die Sünden zu dir bekehren. Denn ich will übertreten, meinen Wegen lehren, dass ich die Sünden zu dir bekehren, dass ich die Sünden zu dir bekehren. Herr, tue meine Lippen auf. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deine Ruhe
Barabera jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr: Ananias, schrie ihm nach und frage nach Saul von Tarsus, denn sehe, er
Thank you.
Barnabas sprachen frei und öffentlich. Euch müsste zuerst das Wort Gottes gepredigt werden. Nun wird es aber von euch stoßet und achtet euch selbst die Schwert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn also hat uns der Herr geboten, thank you.
Zeit bin bei euch gewesen und dem Herr gedient mit aller Demut und mit vielen Tränen und habe bezeuget den Glauben an unseren Herr Jesu Christus. Nun siehe, ich im Geist gebunden, fahre ihn in Jerusalem, Trübsal und Bande haare meiner selbst und werdet nie mein Angesicht wiedersehen. Und brächte mir mein Herz.
Leben zu lassen, sondern auch so sterben zu Jerusalem, des Namens willen, des Herrn Jesu. Und als das gesagt, kniet nieder und betete.